Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Niedersachsen. Heute Abend mit Marc, Heiner, Thomas, Chris, Marco und Sascha. Hallo zusammen. Guten Abend. Hallo. Hallo. Moin. Hallo. Hallihallo. So, und ihr seht, liebe Zuschauer, wir haben ja ein bisschen was gekauft. Ne? War ja was im Shop. Der Radlader hier war im Shop. Den werden wir direkt mal zum Hof schicken. Und dann fahren wir mit dem... Also ich mach's jetzt einfach, ich fahre mit dem Baumwollernter los. Oder möchte einer von euch den fahren? Nein, du darfst ihn gerne einweihen. Ich würde das aber auch überlassen. Das ist ja... War ja euer Herzenswunsch, diesen Baumwollernter zu haben. Von daher... Oh, slow down... Da. Dann schicken wir den mal los. Die 24 hat noch keiner gespielt. Nee. Nein. Mike hat jetzt. Sascha, du kommst alleine klar, ne? Auf dem, wenn der Abfahrer da neben dir irgendwo steht, ne? Ja. Sag mal, wir haben auch nichts da, ne? Wir haben keinen Tieflader, ne? Sonst könnten wir den natürlich mal hier auch verladen. Nee, du musst doch mal ein bisschen fahren, damit musst du mal ein bisschen flexen. Einmal durch den Ort fahren. Ach so, na gut. Dann mache ich das mal. Aber die lachen mich alle aus, weil es kein John Deere ist. Guck mal hier, die lachen hier im Dorf. Die lachen alle. Weil sie fragen, was willst du mit dem Ding in Niedersachsen? Ach so. Liebe Passanten, wenn ihr nicht weggeht, ja genau, dann werdet ihr einfach mal zu Baumwolle verarbeitet. Ob die jetzt einen Pullover anziehen oder gleichen Baumwollballen, ist eh komplett egal, ne? Ja. Sag mal, konnte man den nicht irgendwie einklappen, dass der schmaler ist? Klapp ihn mal aus, dann guck mal, wie breit er dann ist. Ich glaube, viel breiter wird er nicht. Ne, ich glaube, der ist ausgeklappt. Also breiter wird der hier, glaube ich, nicht. Mal eben gucken hier. Erntemaschine senken, aufklappen. Aufklappen ist wirklich eigentlich nur oben diese Luke da rausfahren. Okay. Ich hätte gedacht, dass der auch noch ein bisschen breiter wird. Der wird aber breiter werden müssen, weil wenn der 6 Meter Arbeitsbreite hat. Ja, aber guck mal hier, ich hab den Fall fast über zwei Straßen. Der hat ja das Schneidwerk vorne schon, das Ding dran, das Mähwerk. Ja, ich hatte aber gedacht, dass... Fickt den auseinander. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind 6 Meter. Der hat hier ein... Ich bin hier falsch ab... Ja. Du dürftest gar nicht fahren ohne Begleitfahrzeug. Hast du eine Routengenehmigung? Nee. Nee, dürfte ich überhaupt nicht. Aus dem Begleitfahrzeug normalerweise. Also mindestens ein Begleitfahrzeug. Wie gesagt, Tieflader, Begleitfahrzeug, alle, das müsste hier ran. Naja. Ich heize hier mit einer rasenden Geschwindigkeit zum Hof. Marc, wie viel kriegt ihr denn für die Gülle? Das waren wieder 16.000 Liter. Ich weiß, genau. Das war noch irgendwie, war das nicht? Euro, ja, genau, das waren irgendwie 50 Euro pro 1000 Liter, ne? Ja. Marco? Einer? Magst du in die Unimog springen und mir mal den AD-Abfahrer einstellen? Bitte? Ja, auf der mehr als Abfahrer schon, aber eigentlich spielen wir ja nicht mit AD auf der Map hier. Auf Feld. Ist nicht gestartet. Dass der zum Abladepunkt fährt wahrscheinlich, oder? Also das darf er, aber nicht auf dem Feld als Abfahrer einstellen. Das machen wir nicht. Genau. Wo bist du denn, Heiner? 144. Guck mal, alle Fahrzeuge angekommen.
kann auch immer vorbeikommen, wenn du... Kannst du gerne tun. ...voll bist, weil ich springe einfach mal zwischen den Fahrzeugen. Ja. Aber steht in den Regeln. AD auf Feld nicht erlaubt. Ja. Kein Problem. Da geht aber noch ein bisschen was rein in den Anhänger, ne? Das ist der große, ja. Aber das, warum ist das, warum, also vielleicht können wir das mal beantragen, nicht so, dass die Regel aufgehoben wird. Weil ganz ehrlich, AD als Abfahrer auf dem Feld ist doch jetzt kein Akt, oder? Ja, weil wir wollten ja Multiplayer spielen. Ja, tun wir auch. Aber wenn, ich sag mal so, wenn Heiner den am Feldrand auflädt und dann wegschickt, das ist ja dann eigentlich nur mehr Schikane als, oder? Ich habe nur aus dem Regelbuch zitiert. Ja, ich weiß. Ich werde mal den Antrag stellen. Das machen wir mal, liebe Zuschauer, wieder. Also als wenn wir es riechen würden. Jeden Dienstag bekommt ihr eine Aufgabe für heute Abend. Da könnt ihr uns heute Abend dran erinnern. Wir wollen einen Regelantrag stellen, beziehungsweise einen Änderungsantrag mit dem blauen Formular B35a, um den AD-Abfahrer auch die Möglichkeit zu geben, auf dem Feld Drescher oder Häcksler abzufahren. So. Den Antrag kann man ja stellen. Ja, da muss erstmal dann sowieso ein Gegenantrag gestellt werden, Gutachten erstellt werden und. Also, bis das alles durch ist. Vergehen noch so ein paar Monate. Aber apropos, es vergehen noch ein paar Monate, bis das alles durch ist. Bis ich mit dem Ernter unten am Feld bin, ist die Folge vorbei. Das ist ja die Folge und die Baumwolle vor allen Dingen weg. Da bin ich verrottet. Ich verrotte, bis ich unten am Feld bin. Nee, läuft. Ich bin unterwegs. Interessanterweise komme ich im Moment relativ gut durch, was so Gegenverkehr und so angeht. Fährst du überhaupt lang? War schon bei uns im Hof durch, ne? Und dann einfach gerade runter. Ja. Ich glaube, gerade runter nicht. Ich muss jetzt bei der BGA gleich abbiegen, oder? Bei unserer? Ich glaube, vorne, ich sehe nicht so weit, aber ich glaube, die Straße geht da schon noch geradeaus weiter. Ich glaube, du kannst bei der 27 runterfahren, oder? Ich denke genau. Auch, bei der 27 müsstest du rüberkommen. Ja, aber da muss ich bei unserer BGA erst rüber. Ach, ja, klar, du musst einmal links kreuzen, ja. Genau. Als die Brücke unten breit genug ist. Ja, doch, da bin ich ja mit dem Düngerstreu letzte Tage rauf. Das geht auf jeden Fall. Aber wir werden den Baumwollernter wahrscheinlich nicht zum Hof stellen. Den werden wir hier schön an der BGA in der Halle abstellen dann, ne? Ja, da ist ja noch Platz. Da ist ja auch zentral genug eigentlich. Allenfalls mal zur Reparatur. Ja, obwohl wir werden wahrscheinlich einmal reparieren müssen. Naja, gut. Müssen wir vielleicht doch hochfahren. Aber den kannst du mit AD-Fahrer nicht fahren lassen. Der wird ja alles über den Haufen bügeln. Ja. Der wird überall hängen bleiben. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Mario, du bist an der Kreuzung vorbeigefahren. Ja. Aber wir haben doch hier einen hervorragenden Bereich auf der BGA. So. Also, was schon sagen, ich fahre jetzt gerade so ein bisschen, ne? Ich habe eine Hand in der Tasche, fahre mit der anderen Hand gerade mit der Tastatur. Es geht, also mit der adaptiven Lenkung von VCR funktioniert das schon ganz schön eigentlich, ne? Kann man viel besser fahren als ohne. Jetzt habe ich gedacht, hätte ich hier so einen ganz cleveren Schachzug gemacht. Jetzt komme ich hier durch die Waage nicht durch, oder was? Ich wollte gerade sagen, ich vom Weiten, ich bin ja auf dem Nachbarfeld. Es ist so rot, es versucht da irgendwie durch so ein kleines Tor zu kommen. Ja, ich krieg's hin. Das geht aber dann doch besser mit dem Joypad als mit der Tastatur. So, jetzt sind wir wieder. Uffestraße. On the road again. Laden wir denn nachher die Ball mit dem Radlader auf oder machen wir das mit dem Autolot? Geht der Autolot überhaupt für die großen Ballen? Meines Erachtens geht der nicht. Also diese Pongeldinger können normal, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube, die Baumwolle steht da nicht mit dran.
Die, obwohl von Achim, die können ja normalerweise das, also dieses Skript kann das auf jeden Fall, ne? Ja, aber das haben wir ja. Wir haben zwar das Achim-Skript drauf, weil das ja das Cargo-Pack von Andreas braucht, aber wir haben keinen Hänger, der auf Autoload konfiguriert ist. Die Ponger-Dinger, was können die? Die können, das ist kein Autoload, oder was? Nee, die nutzen ja das Achim-Skript nicht. Ach so, okay. Das heißt, wir müssten eine Wechselbrücke von Andreas haben, um die Autoload zu laden. Nee, Andreas hat ja auch nicht das. Also bei Andreas in den Wechselbrücken ist es ja so, dass der auch nicht automatisch reinsaugt. Du musst die immer auf die Ladefläche bringen und dann zieht er sie rein. Schönes Autoload Light. Ja, Auto, stimmt. Ja. Wobei er auch, glaube ich, einen Trailer vorbereitet hat. Darum hat er das Achim-Skript mit drin. Ja. Den müsste man sich dann wahrscheinlich selbst konfigurieren und hinbauen, dass es dann auch funktioniert. Okay. Ja, echt, das war so. Alternativ gibt es ja den diesen Baumwollwagen, meinst du? Genau. Ja. Den gibt's, da gibt es ja sogar einen Auflieger, oder? Da gibt es einen Auflieger, da passen dann sogar zwei rein von dem Ding. Ja, und den, pass auf, bei dem. Obwohl, ne, wir wollten ja nicht mit dem LKW aufs Feld, ne? Ja, das wäre in dem Fall, wenn es nicht anders geht. Aber ich weiß nicht, wie viel Baumwolle wir machen wollen, ob sich das Ding lohnt. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Wir können ja. Aber wir können die doch trotzdem mit dem Radlader auf dem Ponga aufladen. Ja, die Ponga haben keine Spanngurte. Also wir haben überhaupt nichts, womit wir da transportieren können. Ich ziehe jetzt hier Baumwolle vom Feld und wir haben nichts, womit wir die transportieren können, oder? Du musst jetzt erstmal Stunden beschäftigt sein, bis der erste Ballen da rauspurzelt. Also, oder Tage. Warte, denn ich habe hier 1% schon voll, 2. Bist du schon auf dem Feld am Ernten? Oder? Ach, Stunden. Was wollen wir jetzt gucken? Hier Baumwolltechnik. Also der Anhänger, also der den halt draufziehen kann, der kostet 26.000 und der kann halt einballen. Der Auflieger kostet 46.000. Er kann zwei. Der kann zwei ballen, ja. Okay, aber ich glaube, das sind ja 10.000 Liter Ballen, ne? Nee, 20. 20.000 Liter, ja, genau. Genau, die Runden vom Sondier wären 10. Ja, die waren 10, genau. Dann können wir das auch mit dem Traktor fahren, oder? Mit dem kleineren. Ja, das, ich glaube, da wahrscheinlich kommen da auch nicht mehr als zwei Ballen runter von dem Feld. Ich weiß es halt nicht. Kann man schwer sagen. Ah, das denke ich aber doch. An. Wir werden ja sehen, wie fast da rauspurzelt hinten. Also vertue dich mal nicht, ich habe jetzt schon 5% hier. Okay. Machen wir uns dann mal Gedanken, wenn einmal die Ballen da liegen. Ja. Dann können wir es ja vielleicht mit dem Deutz, hat geschafft der Magirus die? Ja, der kann den wahrscheinlich überladen, aber da müsst ihr den Deutz einmal umkonfigurieren, dann müsst ihr die Rungen einmal wegkriegen. Aber mit dem Arm kann er die auf jeden Fall aufladen. Mit den Rungen wird es wahrscheinlich eher schwierig, die rüber zu heben. Aber wir haben auch einen Radlader. Wir könnten die auch. Ich wollte sagen, weil das Aufladen wäre ja nicht das Thema. Man wäre das auch auf dem Rungen, auf dem Holzsattel? Mit was transportieren wollen. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir den Ballenwagen halt kaufen. Auch gut. Ja. Von mir ist auch den LKW-Trailer. Ja. Mal mit einer Ernte wieder drin, das Ding. Ja, ja, das läuft. Ich guck gerade mal beim Hot Cargo System, was da. Aber so richtig erscheint tatsächlich nur diese Autoload-Platte dafür. Aber lass doch mal gucken, haben wir denn nichts? Ich habe ja ein bisschen Zeit hier zum Gucken. Wir könnten den kleinen Ballenwagen von Strautmann nehmen. Da geht auch ein Ballen drauf, glaube ich. Aber bei der Baumwolltechnik, was haben wir da? Sind die McCormick, das sind die für die Rundballen.
Das Modul 4 für 26.000. Alternativ wäre natürlich sowas auch nicht verkehrt, ne? Ja, wir sagen einfach mal ja, was auch immer du gerade zeigst. Genau, einfach ja sagen. Ich bin bei dem Demco oder Load King, das sind die Tieflader. Da könnten wir auch mal was über die Karte fahren. Wenn wir die an den Feldrand stellen, können wir die doch mit dem Radlader schön beladen. Und die könnten wir auch nochmal für was anderes verwenden. Da können wir mal. Vielleicht könnten wir dann sogar den Baumwollernter mal über die Karte fahren. Also mal zügig. Der Fliegel kostet sogar, den könntest du mit einer Dolly, also mit einem Traktor, ja, obwohl Traktor bringt ja glaube ich nichts mehr, aber LKW, warum sollten wir den nicht auch benutzen? Ich finde es ein bisschen schade, dass der Goldhofer nicht im Standard dabei ist. Das war ja ein schöner Tieflader eigentlich. Ja, so richtig final ist das noch nicht, ne? Wer von euch könnte denn Feld 95 weitermachen? Ich müsste das Bett mir fahren, lass die Augen. Lass einfach stehen, Thomas. Ich schau da nachher hoch oder runter. Ja, soll ich das machen? Einfach stehen machen. Feld 95, da war's. Ich stelle auch den Motor aus, ne? Deshalb. Ja, das ist gut. Aber guck mal hier, ich bin eine Bahn jetzt hoch. Und bin bei 25%, das heißt vier Bahnen, ja fünf Bahnen, ich meine da unten die kleine Ecke fahren, aber fünf Bahnen, dann sind wir auf jeden Fall ein Ballen. Und ich sag mal so, auf der Karte kann man noch nicht viel sehen, dass der... Ja, das geht da hinten zwar berghoch, das geht berghoch, ist das Feld, was ich sehe das ja. Feld, aber ich ja, genau, das nicht ist, sehen. Ja, genau, das ist dieses steile Feld, ja. Dass die Ballen nicht rollen. Ne? Na gut. Das wird rumgenommen haben. Ja. Okay. Da hast du mich jetzt mit erwischt. So, ich fahre jetzt hier oben noch das Vorgewinde einmal hin und her. Damit wir dann hier oben schön wenden können immer. Das Schöne an dem hier ist eigentlich, dass man den wirklich aus der Innenansicht fahren kann. Weil man einfach nur zwischen den Reihen bleiben muss. Den brauchst du gar nicht aus der Außensicht fahren. Das ist hervorragend hier steuern. Helfer D hat kein Feld gefunden. Ja, das war ich wieder mal mit meiner berühmten B-Taste hier in Kontrolle. So Leute, ich wünsche euch was, ne? Gute Nacht. Thomas, schlaf schön. Thomas, mach's gut, tschüss. Thomas, sagst du so YouTube noch tschüss? Achso, ja, YouTube, tschüss. Die sehen uns heute Abend direkt wieder, Thomas. Heute Abend wieder direkt fit, ne? Ja, bis später, genau. Eine Aufnahme habe ich gleich gewusst. Mittendrin stand nur dabei, Thomas. Das ist ja schön, dass du immer ein braver Kerl bist. Ja. Gut, dass ich den Mund gehalten habe die ganze Zeit. Ja, dann dir eine gute Nacht. Schöne Grüße zu Hause. Mario, in welchem Monat heiratet Stefan denn? Ist das noch lange hin? Anfang Juli. Ach so. Ja. Du meinst den Huma, ne? Ja gut, das wollte ich eben nicht dazu sagen, der Zuschauer wegen. Ach so, ja, ich glaube, das ist nicht schlimm. Das wissen ja viele, dass er heiratet. Ich sag ja nicht die Kirche, wo er heiratet. Nein. Wo war die denn gleich? Wenn er zum Beispiel nach seinem Beruf gefragt wird, dann sagt er einfach Ausbilder. Ja, gut. Bin ich auch. Ja, obwohl, jetzt hat er mittlerweile schon gesagt, dass er jetzt macht er Vollzeit YouTube, ne? Genau, und genau, Twitch und so. Ja. Und er macht noch Coaching, glaube ich, nebenbei ein paar Sachen. Ne? Also ab Mitte des Jahres wollte er das machen. Ein paar Coaching-Teile.
Coaching? Musst du mir das erklären, was du damit meinst? Ja, so Trainings, Ausbildung der Ausbilder quasi, meine ich, hat er gesagt. Also er hat ja, kommt aus diesem Ausbildungs- und Coaching-Training-Bereich und hat da einige Kunden, also das wird wohl immer mehr, er war ja angestellt, das wird wohl immer mehr ausgelagert. Und ja, so externe Dienstleistungen bietet er dann für große Firmen auch an. Ich glaube, das ist das, was er auch gesagt hat. Also so viel kann ich sagen. Irgendwie sowas hat er mal im Stream erwähnt, ja. Ja. So, 37%. Der Ball ist gleich fertig. Also hier Endspurt. Das ist, heiß ist das hier. Es geht vorwärts. Marco, hast du den Abfahrer weggeholt vom Feld? Nein. Was war denn, du hast ihn irgendwo hingeschickt. Der nee. Steht da. Steht er da? Ja, schlecht gucken konnte ich schon immer gut. Warte, ich spring rein, Heiner. Ich komm zu dir. Ja. Oder auch nicht. Müsstest du aber aussteigen, wenn ich einsteigen soll. Ich war zu schnell. Aber die müssen wir dann auch gleich wegschicken. Und jetzt auch voll. Wisst ihr, was der Nachteil ist, wenn ich hier in so einem Ernter sitze, der einfach nur stur gerade hoch und runter fährt? Dass dir die Augen dass du den Shop schon auswendig kennst? Und da kann ich die Einkaufsliste schon hast? Genau, da kann ich in Ruhe den Shop gucken, da kann ich die Aufträge schön durchgucken. Wir haben neue Säaufträge. 43.000 auf der 132. Heiner, magst du mal dein Rohr ausfahren? Danke. Nee, bleib ruhig stehen, ich komm doch zu dir. Das habe ich nie gesehen. Musst du im Rückspiegel gucken. Nee, dass du in die Frucht fährst, deswegen hatte ich das gedacht. Ja, ist doch ja die 132, die verfolgt ja, uns schon. Ja, die haben wir geerntet. Dann wurde die... Die habe ich vorhin gegruppert, ja. Jetzt soll man die sehen. Ja, nehmen wir da direkt an. Und diese Emission da, kann man machen, oder? Apropos Seemission, sag mal, haben wir, wenn, also aktuell sieht es ja so aus, dass Seemissionen sehr gut laufen. Wir haben jetzt zwei Einzelkorn-Seemaschinen, ne? Ja. Für die. Ach so, aber das braucht ja auch nicht, ne? Ja, doch, müsste schon. Ja, ich überlege gerade, ob wir irgendwann nochmal eine Seemaschine anschaffen, aber dafür müssten wir die, glaube ich, erweitern. Dann müssten wir die weitermachen, dann bräuchten wir die Condor als Mod. Ja, als normale haben wir nichts, also für Direktsat haben wir nichts Breiteres drauf. Das ist 9 Meter, das ist das Maximale. Ja. Jetzt. Liebe Zuschauer, es vergeht ja gerade ganz schön viel Zeit, aber ich möchte mit euch noch diesen ersten Ballen auswerfen. Deswegen müsst ihr noch ein bisschen. Wir sind bei 50%. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum das so clever war, den Baumwollernter mit einem Helfer zu bedienen. Also, das dürfen wir hier nicht, aber das ist wirklich das absolut klassische Gerät für Helfernutzung. Da weiß man aber auch, warum die, also klar, wenn die Profis hier in den Geräten sitzen, die haben natürlich schon noch ein bisschen mehr zu tun, hier Knöpfe drücken und Werte kontrollieren, aber dann weiß man auch, warum die das als Urlaub empfinden, ne? Das ist für die so die Ausruhzeit. Haben schon mehrere gesagt, wenn sie im Drescher sitzen, das ist so meine Urlaubszeit im Jahr. Schon öfter gehört. Da kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, das ist ja so ganz düsmont hier. Kannst mich im August besuchen kommen, dann kannst dich auf den Drescher setzen und sagst mir im Anschluss, ob das jetzt Urlaub war für dich. Naja, für mich wäre das kein Urlaub. Aber das hat wirklich mein Landwirt zu mir gesagt. Er sagte, das ist meine Zeit im Jahr. Und der hat natürlich auch so ein super Hightech-Klimaanlagengerät, so einen großen, so ein Klaas Lexion hat er gehabt. Nicht den ganz großen, aber ist ja nicht so, die machen doch schon eine ganze Menge, oder?
Ja, da geht was dahin, ja. Aber da drinnen fällt's dir auch an nichts, ne? Ja, eben. Heiner, ich muss den Abfahrer abfahren lassen, ne? Ich schicke den zur Verkaufsstelle. Dann sehe ich ja, wenn er angekommen ist, leer den aus und lass ihn wieder zurückfahren. Genau. Ach, schon mal, der ist auch eine Zeit lang, und obwohl ganz so weit ist es nicht. Sascha, wie weit bist denn du mit der 72? 40%, glaube ich. Ja. Okay. Weil wir müssen Heiner da unbedingt helfen mit dem anderen Drescher. Das wird sonst nichts. Ja, aber dieses Feld ist riesig. Ja, Heiners ist auch so. Ja, wenn wir die Erntemission fertig haben, dann lassen wir das auch. Also dann. Die ziehen wir jetzt noch durch und dann ist es das gewesen. Ne? Erntemission brauche ich nicht mehr annehmen danach. Wenn ich mit dem Sehen fertig bin, komme ich dann mit einer Gruppe runter, dann kann ich helfen. Gruppe. Besonders hilfreich bei einer Erntemission. Ja, dann auf jeden Fall die Ernte weg, ne? Effizient, du sparst da einen Arbeitsgang, ne? Ja, du kannst sie gar nicht grubbern. Das hat die Giants vorgesorgt, dass man da nicht einfach weggrubbern kann. So, ich bin mal. Ja, aber wirklich. Bin bei 62%. Wenn ich jetzt schätzen dürfte, würde ich sagen, hier kommen 4 bis 5 Ballen runter. Wäre schon krass, ne? Das wären schon fast 100.000 Liter Baumwolle. Liebe Zuschauer, wenn da Mario nicht solche bösen Mitspieler hätte, würde schon ein Ballen liegen am Feld. Das stimmt, es liegt an den Kollegen. Die wollten den mit den 20.000 Litern. Ich wollte 10.000 Liter Ballen. Na, dass ihr hier jetzt durchhalten müsst, liegt rein an meinen Mitspielern. Das ist jetzt aber eine Milchmädchenrechnung, weil wenn du den anderen Ernte hättest haben wollen, dann hätten wir den doch gar nicht kaufen können. Dann hätte ich ja vielleicht was anderes nicht gekauft. Den Drescher hätten wir dann vielleicht nicht aufgewertet, weil dann hätten wir den anderen Ernter kaufen wollen. Aha. Ein Himmel reicht für eine Ausrede. Heiner, da brauchen wir kein Himmelreich für, frag mich. So, jetzt bin ich aber bald durch hier mit gucken. Jetzt bin ich schon wieder bergauf unterwegs. Habt ihr bei den Schafen womöglich Grasballen in den Trigger reingelegt? Ich habe noch keine Schafe gefüttert. Ich auch nicht. Die sind ja immer komplett voll. Hühner sind voll, Kühe tipptopp voll. Ja, was soll man da noch mehr sagen? Läuft alles. Sag mal, wenn wir jetzt mal angenommen, wir würden irgendwann einen zweiten Kuhstall aufmachen wollen. Die Kühe sind ja hier quasi eine Reproduktion. Kurz vor fertig, ne? Also, mal angenommen, die sind kurz vor fertig, die sind bei 90% oder sogar bei 100% und können sich ja nicht reproduzieren, weil der Stall voll ist. Was ist denn, wenn wir 50 von denen in einen anderen Stall fahren? Sind die dann auch immer noch kurz vor Reproduktion oder fangen die dann wieder von vorne an? Ich dachte, das hattest du schon mal im Feldversuch probiert. Und das ging nicht, oder doch? Ich glaube, die fangen von vorne an. Aber der eine Stall, wenn du 50 rausnimmst, dann wäre der eine Stall zumindest sofort wieder voll. Ja, genau. Aber trotzdem wäre das ist ja eigentlich auch frech, oder? Wenn die doch schwanger sind, die Kühe, alle. Und dann fährst du die weg und dann sind die Kälbchen weg? Ich sehe das gerade nicht mal. Auf welchem Feld bist du unterwegs? 36? Ich glaube ja. Ja. Ich habe hier nur mal schnell ein AD-Port. Das war blöd, weil ich kann nicht wirklich irgendwie gut anfahren. Aber ich habe hier unten mal einen AD-Punkt gesetzt, weil ich eh gerade in der Nähe war. Tipptopp. Ich bin auch bei 75%. Während ich das mit den Kühen also ist. Aber ich habe das beim Feldversuch nicht getestet.
Mit den Tieren, den anderen Stall und der Reproduktionsrate. Du hattest eben die Schweineställe, die du da... Das stimmt, aber ich habe da nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Ob das so war. Ich kann es dir nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ja, aber das mit dem Zurückfallen würde für die Giants Logik treffen. Ja. Liebe Zuschauer, aber das ist wieder was für euch, das könnt ihr uns auf jeden Fall mal mitteilen. Wir ziehen da durch bis zum bitteren Ende, auch wenn die Folge lang wird. Hier kommt ein Ballen raus, ganz sicher. Und den einen Ballen, den wir da rauskriegen, den fahren wir vielleicht sogar noch zusammen. Hast du den Radlader mal dahin geschickt? Würdest du den Radlader mal dahin schicken zum Feld? Ja. Der steht auf dem Hof oder wo steht denn der gerade? Ja, genau, der steht am Hof. Dann gucken wir nämlich, ob der Radlader in der Lage ist, den Ball überhaupt zu transportieren. Das ist ja nicht der ganz große Radlader, ne? Das wäre ja der Witz in Tüten, wenn der den gar nicht hochheben könnte. Ne? So ein 10.000 Liter Ball wäre kein Problem gewesen, aber ein 20 weiß man nicht. Ne? Ja, könnte eng werden, ja. Ich bin bei 81%. Es ist eigentlich... Boah. Junge, Junge, Junge. Vertue ich mich hier? Da ist ein so ein Ballen dann 46.000 wert. Gibt schon richtig Geld für Wolle. Also ist nicht so, dass man da nichts verdient. Weil jetzt ist ja nicht mal einmal rundherum da. Gibt es nicht extra einen Träger Baumwolle? Zählt das unter Wolle? Doch, Baumwolle, ja. 2.300 Euro pro 1.000 Liter. Ja, mal 20, das sind 46.000 Euro. 2.400 wäre Maximalpreis. Ich hatte gestern extra noch geguckt, nicht, dass wir einen Fehler gemacht hätten, als wir die Spinnerei gekauft haben, dass wir keinen Verkaufspunkt mehr haben. Aber es gab Gott sei Dank noch die anderen. Die Frage ist, wie man diesen Ballen da in dieses Futterwerk reinkriegen soll. Das muss man gucken. Da muss man ja in dieses Loch. Futterwerk ins Loch? Ja, das ist doch der Verkaufstrigger, mit dem, wo man durchfahren muss. Also, so eine Einfahrt, also so eine Toreinfahrt. Da, wo wir gestern den Hafer abgeladen haben, da muss der Ballen hin. Tut man sich da ein bisschen schwer wahrscheinlich. Ach so, ja, gut. Ja. Wenn ich schon irgendwie reingestopft kriegen. Ja, ja. Ich bin schon reingefummelt, das sage ich auch so. Das ist schon witzig. Wenn man von den Baumwollpflanzen ein paar platt fährt, dann ist der Boden komplett bis auf den Boden runter. Wenn man aber erst die Baumwollpflanze aberntet und dann drüber fährt, dann steht die Baumwollpflanze da hervorragend halt ohne die Wolle dran, aber kerzengerade in die Luft. Heiner, hast du dir den Abfahrer schon wieder zurückgeholt oder warum finde ich den gerade nicht ab? Ich bin auf dem Weg damit. Okay, der hat auch beide abgekippt, vorne und hinten? Nein, vorne nicht, musst du abhängen, abkuppeln. Ach so, aber okay, aber er ist jetzt leer, oder? Abgekippt habe ich beides, ja. Okay, ja, alles gut. Ja. Aber er kippt nicht ab, wenn ein Anhänger dran ist. Ja, ich habe den gerade nur gesucht und nicht mehr gefunden. Jetzt muss er ja zugeben, sie haben ja die Früchte und die ganzen Sachen relativ schön animiert bei den Erntern. Also gerade bei den Dreschern. Aber hier passiert ja gar nichts. Ne? Die Pflanzen gehen nicht mit dem Ernter mit. Die biegen sich nicht nach vorne. Die werden da nicht irgendwie reingezogen. Der Ernter läuft einfach nur durch. Also da bin ich ja aber schon Besseres gewöhnt. Liebe Giants-Mitarbeiter, das habe ich schon schöner gesehen bei den anderen Geräten. Deshalb hätte ich ja den schon dir genommen. Boah. Freundchen, nicht so ein Spruch jetzt. Ganz dünnes Eis gerade. Sonst verkaufe ich den hier und kaufe den John Deere. Siehst du, was ich meine? Ja, da passiert nichts, ja. Das ist einfach nur weg. Ja,
fupp, fertig. Aber weißt du, bei den Traum haben wir diese Rüttelaktion, bei den Dreschern haben wir diese Einziehanimation an dem Schneidwerk selber. Natürlich, die Gerste bleibt stehen, aber die Einziehanimation hast du dann da wenigstens. Und bei dem Häcksler hast du ja volle Suppe. Ne? Da wird ja richtig, also die meisten haben so richtig cool reingezogen mittlerweile. Da haben sie ja echt ein richtig cooles Zeug geschaffen. Aber das hier wirkt ja traurig. Zumal auch die Pflanze, wenn man da mit dem Rad drüber fährt, müsste die eigentlich den so ein bisschen Boden platt machen. Ja, die bleibt komplett stehen. Ja. Die Frage ist eigentlich, was passiert mit den Abgeernteten, wenn man da jetzt mit dem Schlepper drüber fährt? Bleibt das auch stehen? Die Abgeernteten bleiben, glaube ich, grundsätzlich stehen, ja. Die sind wirklich einfach nur wie Stoppeln. Die kannst du nicht mehr platt fahren. So, wir haben 98%. Spürt ihr die Spannung? Ist das doch schon richtig. Das wusste ich, dass Heiner, der fiebert da auch immer mit. Ja. Man kann. Achso, nee, scheiße, das geht nicht. Mist. Ich wollte gerade durch die Frucht fahren, aber ich habe Pflegebereifung drauf. Das wirkt nicht. Ja, wenn du vor durch die Frucht fährst, sind die platt. Dann ist der Boden komplett platt. Ja, die Frage ist, mit der Pflanze oder ohne? Also, weißt du, wie ich meine? Ne, dann ist einfach nur grauer Boden, Erdboden. Dann. Ja, da ist dann alles weg, richtig. Ja. Logik. Na gut. So, was macht er hier jetzt? Muss er uns ausladen? Ich hab den fertig. Ballen abladen. Ja. Ich sag, du musst, glaube ich, auch automatisches Abladen dann sonst aktivieren. Er kommt, stimmt. Ich sehe ihn. Der kommt raus, da läuft er. Guck mal hier, ratzfatz. Also aussehen tut das Ding eher wie so ein Betonklotz, ne? Aber ja, hat sich auch nicht verändert seit dem letzten LS. Juhu, auf wie viel 1000 Euro stehe ich hier jetzt gerade? 46. Wow. Ja, dann. So, magst du das mit dem Radlader mal probieren, Mario? Oder? Ja, ich. Wolltest du hier weiterfahren? Nee, ich habe noch da was anderes stehen, was ich weiterfahren möchte. Ja, aber wenn ihr da beide darauf rumhüpft, dann muss einer hier weiterfahren. Nee, wir wollen doch mal gucken, wie du das mit dem Radlader jetzt schaffst. Ach so, das Ding darf ja hier nicht stehen bleiben. Na klar, darf der stehen bleiben, kurz. Ich hol mal den Radlader nur mal schon mal hoch. Ach so, ich bin schon unterwegs. So. Das ist nicht der Radlader. Da ist der Radlader. Also ich glaube, es bewegen sich die Hinterreifen beim Radlader. Nach oben meinst du? Ja. Ja, schauen wir mal. Warte mal, war der das eigentlich nicht mit der Allraddenkung? Ah ne, das war der kleine, der ganz kleine, ne? Übrigens, Meldegehorsamst Feld 16 fertig gesät. Hervorragend. Sehr gut gemacht. Marco, danke. Bitte, aber ich komme jetzt trotzdem jetzt gucken. Schaulustigen. Wenn wir es jetzt da auch noch draufstellen, wird er ja noch schwerer. Ja, ich gehe mal da runter. Wenn da noch 350 Kilo draufstehen. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Er schafft es, wir glauben an ihn. Ja, hoffentlich. Obwohl ist doch schon schwer, ne? Naja. Der fährt dann den Wolle oder fährt dann den Eisen, ne? Was ist ja schwerer? Pass mal auf, ich kann den, krieg den gar nicht, kann ihn gar nicht picken. Kannst nicht anpixen, ne? Du brauchst dafür einen Pixer. Schmeißt dir das hin. Oh. Ja, Pixer, diese Ballen Pixer allenfalls, ne? Und ich weiß gar nicht, ob die bei denen überhaupt funktionieren. Werden da auch nicht reingehen. Also wenn die Palettengabel da nicht reingeht, werden die wahrscheinlich auch nicht reingehen. Mir so einen tollen Radlader. Warte mal, ich schieb dir mal eben da von dem Dings weg. Von
der Frucht. Sascha. Ja. Ne, jetzt rennt mir Sascha davon. Da habe ich so schön Überblick gehabt. Wir könnten uns doch einfach diesen Ballenwagen kaufen, wenn er das Problem ist. Ja, das werden wir wahrscheinlich dann tun müssen. Wir könnten es ja auch mit dem Magirus probieren. Ja, stimmt, das können wir auch noch machen. Den wird es auch aushebeln. Können wir mit dem Magirus auf den Rund... Ja, aber aushebeln tut das nicht. Die sind nicht schwer. Guck mal bitte, das ist schwer sind die nicht. Und nicht so, dass wir sie hier nicht auf die Picke draufkriegen. Die haben richtig Freude in der Baumwollfabrik. Wenn man die also hier er sagt mir, dass das Ding 4 Tonnen wiegt. Ja, dann ist das doch nicht schwer, oder? Das ist das Problem, dass wir den nicht hier anpieksen können. Das war mir nicht bewusst, aber das ging doch im... Guck mal, jetzt habe ich ihn drauf. Wie habe ich den jetzt angepiekst? Ach, easy. Guck dir das an hier. Tipptopp. Du hast ihn jetzt kaputt gemacht. Nix habe ich kaputt gemacht. Hervorragend. 20.000 Liter. Jetzt ist die Folie kaputt. Lächerlich 4 Tonnen. Da lacht der Radlader drüber. Toll, wie ich so ein Radlader nachmachen kann, ne? Hörst du ihn gleich zur Spinnerei, oder? Klar. Wenn ich den einmal hier drauf habe, dann geht der direkt weg. Mehr kann man mit dem einen Anhänger auch nicht fahren. Dann kann ich den auch hier direkt wegfahren. Außer du möchtest mir Tieflader bringen, wo ich die drauf platzieren kann. Wir haben keinen Tieflader. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt den anpicken konnte. Die Gitterboxen sind weg. Ja, die habe ich vorhin noch weggebracht, wieder zum Stallzeug. Die konnte ich dann wieder anpacken. Da musste man nur ein bisschen abwarten. Wie viel Liter gehen denn eigentlich in die Produktion rein? Keine Ahnung. Mal gucken. 45.000, also 2 Ballen. 2,25 Ballen. Okay. Nee, da vorne kommen wir gar nicht richtig rum, ne? Dann fahren wir da noch als weiter. Aber wirklich, die Radlader. Ja, doch, wenn man den ganz hoch hebt, dann fängt er doch ein bisschen an zu schaukeln. Aber, na, Gott sei Dank haben wir so einen tollen Radlader im Shop gefunden. Liebe Zuschauer, was haltet ihr davon? Jetzt haben wir wirklich, das ist nicht zu fassen, ne? Ich möchte so 15 oder 20 Minuten Folge machen. So mein Plan immer. Bisher schon ziemlich gut funktioniert. Ja, weil die meisten kommentieren ja, dass das ein bisschen länger auch nicht schlecht ist, ne? Das stimmt, ja. Ja, also einige kommentieren, dass das stimmt. Ach, guck mal, hier hat jemand das Feld abgeerntet. Schau mal einer zu. Die 18 ist abgeerntet. Da stand doch auch Baumwolle da sogar drauf, oder? Nee, oder? Weiß nicht. Was stand denn da drauf? Stand aber auch irgendwie sowas drauf. Ihr verzettelt uns heute hier wieder schon. Wir werden wieder nicht fertig. Was kriegen wir denn für 1000 Liter Stoff? Warte, wir gucken erstmal hier in die Produktion, bevor ich das jetzt hier so reinschwerfe. Für Stoff gibt es um die 5000 Euro pro 1000 Liter. Aber es wird auch reduziert, ne? Von 5 auf 3 Einheiten. Das heißt, aus 20.000 Litern kommen 12. Richtig? Hier mal. Ja, 12.000 Liter Stoff. Aber gut, es lohnt sich ja dann ja trotzdem noch. Also das lohnt sich schon.
Da läuft er leer, guck mal hier. Zup. Naja, und wenn du dann aus dem Stoff halt noch die Bekleidung machst, dann hast du ja nochmal einen Schub mehr. Sascha? Ja. Komm mal ganz schnell bei euch bei hier. Oh, jetzt ein Schlangenhafer. Mein Freund, hast du mit der Hand Baumwolle am Feld von den Dingern gepflückt und hier reingeworfen? Ganz bestimmt, ja. 64 Liter. Ich hab eben auch drauf geguckt, als ich gesehen habe, dass da 64 mehr sind. Glaub nicht, dass mir das nicht aufgefallen ist hier. Da steckt er sich einfach Baumwolle in die Taschen. Wenn da noch mehr Liter drin sind, ich sehe das gleich. So, Marco, wie weit bist du mit dem nächsten Ball? Ich komme den abholen. Darf ich euch kurz unterbrechen? Ja, na klar, Heiner. Würde jemand weiter dreschen? Ich muss aufhören, es geht nicht mehr. Ja, mach ich. Super. Ja, die sind da sowieso nur die ganze Zeit rumgesprungen, Heiner. Ach so, alles klar. Der Einzige, der hier die ganze Zeit... 2000, Sascha? 2000 habe ich nur. Ja, dann ist der unter Umständen voll. Der Einzige, der die ganze Zeit hier gearbeitet hat, bin, glaube ich, ich. Ja. Nein, Heiner natürlich auch, Heiner, aber... Mit dem Mund weg wahrscheinlich, ja. Der stimmt. Ich hab schon richtig Muskelkater in den Wangen. Hast du was getrunken zwischendurch? Ja, zwischendurch einen kleinen Schluck habe ich getrunken. Werde ich aber gleich weitermachen. Aber liebe Zuschauer, ich schmeiße euch jetzt auch raus. Wir sind jetzt hier wirklich über eine Dreiviertelstunde. Das ist in Serienlänge. Das hat mindestens einen Daumen verdient, wenn nicht sogar ein wirklich furchtbar nette Kommentare. Und das hat ja auch Hollywood-Charakter hier. Also diese Dramatik, die sich hier mit dem Ball auch zusammengespitzt hat, bis wir den da... Also und, ach Gott, nee, ich bin immer noch ganz aufgeregt und zittrig vor lauter Adrenalin hier. Wir sagen jetzt Tschüss. Und wahrscheinlich werdet ihr in ein paar Stunden sehen, wie wir hier immer noch am Baumwolle ernten sind. Das war heute der Pilotfilm zur Baumwollserie. Ja, genau, das war der Pilotfilm zur... Ja. Die Wolle am Baum. Sehen Sie in der nächsten Folge, wie es weitergeht, meine Damen und Herren. Werden wir die Baumwolle ernten oder werden wir sie nicht ernten? Heute Abend, 20:30 Uhr, dann irgendwann auf Twitch, ne, ihr wisst, wie es geht, sehen wir uns womöglich wieder, sofern ihr Lust habt. Bis dahin sagen wir euch ein paar schöne Stunden. Jo, bis dann, tschüss. Tschüss. Bis später. Genau, und Leute, träumt von uns. Tschüss. Träumt von uns. Auch von mir, bis später. Alles Gute, bye bye und Ade.